Hallo Leute. Heute tu mein aufgebraucht Video in Mai. Nur falls ihr euch wundert, ich habe euch heute früh das Video für meinen Lesemonat gedreht. Nur falls ihr euch wundert, warum ich heute jetzt schon wieder dieselben Sachen anhabe. Also es ist immer noch dasselbe da. Aber ich drehe mal wieder vor. Wenn man das so nennen will. Aber erst wollte ich noch was sagen. Und zwar, ich hatte eine Videoantwort zu den Videos, nicht jeder, der sich selbst verletzt hat, zeigt Borderline. Und wollte mir das, aber ich konnte mir das nicht angucken und dachte, ich guck es dir später an. So, nun bin ich vorhin wieder heimgekommen. Vorhin, glaube ich, wollte vorhin nicht Sprachfehler. Jetzt bin ich vorhin wieder heimgekommen und wollte mir die Videoantwort angucken, die ich bekommen habe. Die ist aber nicht mehr da. Kann mir jemand erklären, warum ich die Videoantwort, die ich bekommen habe, nicht mehr sehen kann? Überlege die ganze Zeit, wie ich da jetzt wieder dran komme. In meinem Postfach habe ich auch nichts gefunden. Also keine Nachricht. Und auf YouTube in dem Postfach auch nicht. Naja. Dafür habe ich jetzt auf die anderen Nachrichten, die in meinem Postfach waren, alle geantwortet und ja. Beziehungsweise auf Kommentare und auf Abonnenten. Manche Kommentare waren schon ganz schön alt, ist mir aufgefallen, aber ich habe das die letzten Wochen nicht mitgekriegt. Irgendwie bei GMX, bei meinem Postfach hat irgendwas nicht gestimmt. Und ja, da habe ich die Nachrichten immer nicht gesehen. Ich habe immer nur am Eingang gesehen, über 100 Nachrichten. Wenn ich aber reingegangen bin, waren da keine neuen und nach ein paar Mal umstellen habe ich dann die nicht gelesen, endlich gesehen. Also deshalb kamen jetzt manche Antworten auf Kommentare etwas später. Was, ich denke mal, was aber jetzt nicht weiter schlimm sein wird, hoffe ich. Weil ich sage immer besser spät als nie. Aber jetzt fange ich erstmal an. Was habe ich im März alles aufgebraucht. Okay. Hier einmal von Charma. Schau mal. Ich kann heute nicht mehr reden. Tut mir leid. Gegen fettiges Haar. Würde ich mir nicht nochmal kaufen. Also, ich hatte das Gefühl, meine Haare werden dann noch fettiger. Nur mal zu eurem Verständnis. Ich müsste meine Haare eigentlich fast jeden Tag waschen, weil ich wasche die. Angenommen Sonntag und wenn ich dann Montag aufwache, geht's noch. Aber wenn ich dann Dienstag aufwache, dann sind sie total fettig, als hätte ich sie mir eine Woche nicht gewaschen. Und wo ich das Shampoo hier benutzt habe, da waren meine Haare eigentlich nur an den Tag schön, wo ich sie gewaschen habe. Und wenn ich am nächsten Tag dann aufgestanden bin, waren sie wieder fettig. Als hätte ich sie sonst wie lange nicht gewaschen. Also von daher, das hier kaufe ich mir nicht nochmal. Nicht zu empfehlen. Also für mich war es nichts. Es kann ja sein, dass es bei euch hilft, aber mir hat es nicht geholfen. Dann habe ich hier von Balea diese Body Butter. Schokolade oder Kakao, besser gesagt. Kakao ausgebraucht, ja, würde ich mir wieder kaufen. Also was jetzt die Fläche angeht,
finde ich gut. Nur mir hat der Geruch nicht gefallen. Ich konnte mich dann irgendwie nicht, ich konnte mich selber nicht mehr riechen. Also wenn ich dann einen halben Vormittag danach gerochen habe, also vom Geruch her, fand ich es nicht so toll. Aber von Pflegebedarf, also von der Haut her, war die Haut schön weich und geschmeidig. Und es hat auch ein bisschen gehalten, also. Also würde ich mir vielleicht wieder kaufen. Im Winter oder so. Oder wenn ich keine andere finde, aber weil es mir vom Geruch nicht so gefallen hat. Ansonsten ist sie gut. Ansonsten gefällt sie mir gut. Habe ich auch leer. Hier, damit ihr nicht denkt, dass ich euch volle Dosen zeige. Weil es kommt nämlich noch jede Menge. Aber ich muss sagen, letzten Monat hatte ich auch schon ein Video gedreht, aber wie gesagt, auf meinen kaputten Laptop. Ja, und dann habe ich auch noch einen Kommentar bekommen, den ich aber nicht genehmigt habe, weil er irgendwie blöd war. Und zwar stand da drinnen, ja, ich habe eine schlechte Kamera, ich bin nicht gut vorbereitet. Für manche Videos tue ich mich auch nicht vorbereiten, weil es soll mir ja Freude machen. Und wenn ich mich bei jedem Video übel vorbereiten muss, tut mir leid, aber dann habe ich keinen Spaß mehr dran. Wenn ich jetzt so Video drehe über meine Krankheit oder über mein selbstverletzendes Verhalten, was ich ja übrigens auch noch machen wollte, da tue ich mich freilich besser vorbereiten. Und dass die Kamera, die ich jetzt habe, nicht perfekt ist, das weiß ich selber. Bloß ich kann mir jetzt schlecht eine teure Kamera kaufen, weil ich ja gerade Geld für einen Laptop ausgegeben habe. Und außerdem, wie gesagt, wollte ich ja auch mal für was anderes sparen, was jetzt einfach Vorrang hat. Und von daher, das sind Dinge, die kann ich im Moment leider nicht ändern. Klar könnte ich mich besser vorbereiten, aber es soll mir ja auch noch Spaß machen. Und jemand, den das nicht passt, der braucht mich ja nicht gucken. Also nur mal zu eurer Information, das war eh kein Abonnent. Aber ich wollte das nur mal so gesagt haben. Wenn jemand mit meinen Videos nicht einverstanden ist, der braucht mich doch nicht angucken. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Naja, gut. Dann muss ich hier mal gucken. Ich schneide ja hier die Packung immer auf, habe ich ja schon erzählt, und hol mir da den Rest Creme raus. Und zwar habe ich hier einmal von BB diese Love Creme da für normale Haut. Also die kaufe ich mir auch nicht nochmal, weil die mir vom Geruch nicht gefallen hat. So war es ganz okay. Es hat jetzt auch nicht so. Es hat jetzt nicht so super gepflegt, aber so, also würde ich mir nicht nochmal kaufen, weil mir vom Geruch nicht gefallen hat, als ich war froh, wo sie alle war. Dann habe ich hier auch noch von BB irgendwie eine Winter limitierte Gel, aber das habe ich jetzt erst gekauft in Müller vor einem Monat, also kann das ja nicht stimmen mit einer Winter LE, außer wenn es nicht verkauft worden ist. Also das Duschgel hat mir gut gefallen, würde ich mir wieder kaufen, aber ich weiß es ja nicht, ob das noch gibt. Und außerdem, naja, noch gibt's das hier, habe ich erst gesehen in Müller. Aber ich habe ja noch so viel andere Duschgels und deshalb kaufe ich mir das erstmal nicht nach, weil ich so viele habe. Aber ansonsten fand ich das sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, nach was gerochen hat. Ja, irgendwie nach Weihnachten. Nee, nach Gummibärchen, genau, nach Gummibärchen. So nach Gummibärchen und Süßigkeiten.
echt lecker. Also wenn es das bei euch noch gibt, dann kann ich das nur empfehlen. Wer auf so süßen Duft steht. Für andere natürlich nicht. Dann habe ich hier einmal Trockenshampoo von hier von. Komme ich heute noch mal drauf. Von dieser Firma halt. Ja. Würde ich mir wieder kaufen. Also ich fand nicht schlecht. Ich fand nur, was negativ ist, es lässt sich relativ schlecht auskämmen, jedenfalls bei mir. Und dann habe ich immer an den Tag, wo ich mich damit eingesprüht habe, noch übelst weiße Haare. Und Entschuldigung, ich habe morgens auch nicht Zeit, mich eine halbe Stunde zu kämmen. Da könnte ich sie ja gleich waschen. Von daher. Von Balea, jetzt endlich. Von Balea. Also ich würde es mir wieder kaufen. Ganz einfach, weil dann, außer dass man eben einen Tag weiße Haare hat, jedenfalls ich. Es hält auch noch ein paar Tage danach an. Also es ist nicht so wie bei anderen Trockenshampoos, die nur einen Tag halten und nächsten Tag den Haare wieder fertig. Also von daher. Es war nur witzig, weil den einen Morgen habe ich mich damit eingesprüht und danach habe ich mich mit meinem Chef getroffen von der Töpfergruppe. Ich leite ja eine Töpfergruppe und deshalb, da ich ja eine Töpfergruppe ehrenamtlich leite und meine andere Arbeit ist ja auch Arbeit und Ehrenamt, deshalb habe ich eine Chefin und einen Chef, weil es ja zwei unterschiedliche Vereine sind, sag ich jetzt mal. Und auf jeden Fall habe ich mir dann schon hinterher gedacht, was der wo gedacht hat, wo ich mit den weißen Haaren vor ihm saß. Aber ja. Naja. Auf jeden Fall, das würde ich mir wieder kaufen, aber von diesem Trockenshampoo habe ich auch noch ein Spray. Von daher, ich weiß auch nicht, warum ich mir das zweimal gekauft habe. Aber naja. Habe ich auf jeden Fall auch diesen Monat alle gemacht. Weil sonst müsste ich mir ja meine Haare jeden zweiten Tag waschen und das ist ja auch nicht gut. Gut, die Frage ist wieder, ob Trockenshampoo so gut ist, aber ja. Meine Bekannte hat heute aber gesagt, meine Haare sind ganz schön lange geworden. Und da habe ich gesagt, jo, ich hatte sie ja schon mal so lange. Also so lange Haare, bevor ich mal zum Friseur bin. Und der hat sie mir abgesäbelt bis hierher. Davor hatte ich ja auch schon mal so lange Haare. Also vor 3 Jahren. Und jetzt hat 3 Jahre gedauert, bis sie wieder so lange waren. Habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr zum Friseur. Schneide mir selber meine Spitzen. Weil irgendwie jedes Mal, wenn ich zum Friseur gehe und ich sage, er soll mir die Spitzen schneiden, sind sie abgesäbelt bis hier oben. Und das können ja keine, das kann ja nicht sein. Es würde ja reichen, wenn sie bis hierhin abgeschnitten sind, weil hier ist auch das kaputte. Aber naja, gut. Und dann habe ich hier noch von Schauma auch nochmal Trockenshampoo. Das finde ich sehr gut, weil es lässt sich leicht ausbürsten. Der Nachteil ist aber, es hält bei mir nur einen Tag. Nächsten Tag muss ich es wieder aufsprühen. Und ich brauche fast die halbe Spraydose, bis meine Haare frisch aussehen. Also im Prinzip 2-3 Tage ist die Dose hier leer. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also das würde ich mir schon nachkaufen, aber ich bin gerade dabei, Alternativen zu testen, weil es geht ja ganz schön ins Geld. Wenn ich mich jeden Tag oder jeden zweiten Tag damit einsprühen muss, dann und brauche immer eine halbe Spraydose, dann wird es ja teuer. 2 Euro noch was kostet immerhin.
Ja, würde ich mir, wie gesagt, wieder kaufen. Dann habe ich noch kaputtgeschnittene Dosen. Einmal hier Sonnencreme-Lotion. Es war ja so schön warm. Nun ist es ja leider bei uns nicht mehr schön. Also das würde ich mir wieder kaufen, wenn es denn noch gibt. Aber ich habe davon auch noch eine Packung. Weil gefällt mir vom Geruch gut und ja. Toll. Also kann ich nur empfehlen, falls das bei euch noch gibt. Aber müsste es noch geben, weil ist ja noch nicht lange her. Ich glaube 2 Wochen oder so. Also 3 Wochen, da habe ich mir das, glaube ich, gekauft. Aber ich weiß es nicht so genau. Naja. Würde ich mir wieder kaufen. Dann meine Lieblings-Body-Milk. Finde ich super. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Aber der Nachteil ist, die kostet, glaube ich, 3 oder 4 Euro. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Die kaufe ich mir auch selten. Aber die riecht halt wirklich super. Habe ich auch aufgebraucht. Dann von Balea dieses Toftöl, was ich mir vor ein paar Monaten gekauft hatte, habe ich auch leer. Also das würde ich mir auch wieder kaufen, aber ich habe ja im Moment, habe ich ja genug andere Lotion, weil erstmal, ich will ja jetzt erstens sparen und zweitens habe ich ja genug Cremes und ich hab so viel Zeug, das gar nicht mehr in mein Bad reinpasst. Und man sollte die Dinge auch erstmal benutzen und die immer zu kaufen. Dann habe ich hier dieses Sommer. Hier dieses Sommerzeug hier. Habe ich leider ein bisschen auseinandergeschnitten. Um den Rest rauszukriegen. Ich hoffe, aber ihr wisst. Diese Sommer limitierten Sachen mit Kokos und Vanille, was so schimmert. Also so. Das war mal die Ursprungsdose. Habe ich ausgebraucht. Ja, das würde ich mir wieder kaufen. Ich habe aber noch 2 Packungen da. Und wie gesagt, ich will ja erstmal meine Sachen jetzt austauschen. Ja. Finde ich nicht schlecht, vor allem weil man schimmert. Und vielleicht für die Leute, die Narben haben auf dem Arm. Also wenn man sich damit dick genug eincremt, schimmert man dann auch super. Nur für Leute, die das vielleicht interessiert hat. Weil das ist mir den einen Tag so richtig aufgefallen. Da dachte ich schon, Mann, die schimmert heute, aber da habe ich wahrscheinlich ein bisschen übertrieben mit Eincreme. Auf jeden Fall hat man bei mir nur noch den Goldschimmer gesehen. Naja, und meine braun gewordene Haut, ist ja klar. Aber nur für Leute, die vielleicht Narben verbergen wollen. Wenn sie nicht allzu tief und so groß sind, dann ist das auch super zum Abdecken. Und ihr pflegt noch nebenbei die Haut. Naja, aber das jetzt nur mal so am Rande. Also hier, also von dieser Schimmerlotion hier, habe ich 2 Tuben ausgebraucht. Hier, damit das mehr glaubt, nicht dass ihr glaubt, ich halte euch wieder dasselbe. Also, 2-mal hier die Dose von dieser Sommerlotion, die so schimmert. Ist aber limitiert. Aber die gibt's immer noch. Also, ich denke mal, die wird da noch eine Weile geben.
Dann habe ich hier von diesen anpassenden Make-up die Nummer 10 leer gemacht. Würde ich mir wieder kaufen, aber eigentlich jetzt erstmal nicht, weil jetzt ist ja Sommer und da brauche ich einen anderen Ton. Von die anderen, die 30 und die 20 habe ich auch schon ausgebraucht. Ist in meinem anderen Video, aber ich komme an mein anderes Video ja nicht mehr dran. Mein Kumpel hat leider immer noch nicht hingekriegt. Ich denke mal, ich brauche da nicht mehr warten. Also ich habe meinen alten Laptop noch nicht wieder. Hier, das ist auch von dieser anderen Verpackung. Und dann hier diese Fußcreme von BB. Würde ich mir auch wieder nachkaufen, weil ich die toll finde von Geruch und von Schlägen her. Aber bei uns gibt's die irgendwie nicht mehr. In Thomas gibt's die nicht mehr. Und in DM gab's die heute auch nicht. Also gibt's die hier vielleicht nicht mehr oder ist das nur bei uns so? Kann ja sein, dass ausverkauft war, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nur bei Tom kann ich mir nur vorstellen, die haben es aus dem Sortiment genommen. Aber bei DM kann ich mir das nicht erklären. Vor allem, weil da auch drauf steht neu. Da werden sie ja die Produktion nicht wieder eingestellt haben. Weil so alt ist die Creme noch nicht. Also, die ich hier habe. 2 Monate höchstens. Also bei uns gibt es die nicht mehr. Sehr schade. Aber vielleicht kommt sie auch wieder rein. Vielleicht hatte ich nur Pech und die war gerade ausverkauft. Kann ja sein. Dann habe ich hier noch, keine Angst, die Nagellacke habe ich natürlich nicht diesen Monat angebrochen und ausgebraucht. Die hatte ich schon länger ausgebraucht. Das hier war ein Überlack. Der ist jetzt auch leer. Oder ein Unterlack. Ich weiß, es ist gerade nicht, steht da nicht mehr drauf. War mal in irgendeiner Fußpflege Set dabei. Ist halt alle hier das Weiße, was ihr seht, das kriegt man nicht mehr raus, aber so ist es ja leer. Ja, das würde ich mir wieder kaufen, aber ja, da müsste ich mir ja das Set wieder kaufen. Ich brauche ja nicht nochmal ein Fußset. Dann habe ich mir hier einen roten Nagellack, aber ich weiß nicht mehr welche Firma, weil es kein Etikett mehr drauf ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendein billiger war. Also der ist auch leer. Also, ja. Der war auch schon ziemlich alt, also der hat schon Fäden gezogen. Und ja, von daher, der ist auch leer. Und dann habe ich noch hier alle gekriegt, diesen neuen LE-Effekt-Dopper. Den gibt's auch noch, also den habe ich erst gekauft. Also den finde ich auch gut, würde ich mir auch wieder nachkaufen. Aber ich habe ja genug Nachlack. So, und das war mein ausgebraucht Video. Es ist ja auch lange genug und da sage ich dann, das war es dann erstmal von mir für euch für heute hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal.